Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier im Keller, nachdem wir eine erfolgreiche Form gebrannt haben, um uns einen Schlüssel zu gießen, wieder bei Edna bricht aus, oh yeah, hell yeah, wenn man so möchte. Und ja, wir werden uns nun mal dazu begeben, zu gucken, ob Amelio inzwischen einen Ausbruch hat, damit wir vielleicht hier rauskommen. Und danach, falls das nicht klappt, gehen wir noch zum Alumann, mal schauen, wie es läuft. So. Stimmt, reden war es, genau. Hallo, bist du noch da unten? Hallo? Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Lieber nicht. Zu dunkel. Nachher komme ich nicht wieder raus. Und ich bin lange genug eingelocht. Das stimmt allerdings. Okay, gut, also wir kommen da noch nicht rein. Oder wahrscheinlich generell nie. Schade. Ich hätte gerne die, Möglichkeit genutzt, das als Ausflucht zu nehmen, um mal draußen hinzukommen. Oh gut, dann reden wir mal mit dem... Ich muss zum Merchalist-System. Er ist ja... Entschuldigung, dass ich mein Mikro jetzt gerade etwas näher rangeholt habe, aber ich sitze weiter weg als sonst. Stimmt, wir müssen zum Wäschelift-System. Damit kommen wir dann über unseren Kleiderbügel Nummer 1, der, nachdem wir ihn mit dem Wäschelift-System kombinieren, zu Kleiderbügel Nummer 2 wird. Aus. Egal. Warum das so ist, keine Ahnung. Zack, wieder bewegt. Da kommt der nächste Ausgang. Finde ich irgendwie immer noch lustig. Ist, glaube ich, echt ein kleiner Bug, der eigentlich nicht sein sollte. Weil man kann sich ja an der Stelle nicht bewegen. Beziehungsweise, wenn, dann sollte sie rumzappeln. Aber na gut. Dem sei so. Dann können wir jetzt noch mit dem Alumann reden. Ich hoffe, dass uns das eine Erkenntnis bringt. Ansonsten habe ich ein Problem mit dem Part. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich habe da noch eine Frage zu König Adrian. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Okay, Sprechen geht nicht. Wir über was anderes. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich wie Dink. Zum einen, zum anderen ein Alu. Ich muss leider... Pass. Okay, also wir brauchen die zwei Stromschläge trotzdem. Zweimal derselbe Stromschlag. Oder müssen wir das als letzte Info mitnehmen? Dann müssten wir nochmal zur Gruppentherapie. Dazu müssen wir in das normale Abteil des Hauses wieder eindringen. Wir können ja auch sonst nichts machen, ne? Nee. Ja, jedes Mal warten. So ein bisschen da doof. Der nächste Ausgang. So, und gleich weiter. Denn wir müssen ja noch in das andere Abteil des Hauses. Wir sind ja jetzt erst hinter den Gittern. Gleich sind wir vor den Gittern durch das Wäschesystem. So, in der Gruppentherapie müssen wir also das mit König Adrian erfahren. Aber warum können wir das nicht mit dem Alu? Ja, ich meine, wenn uns jemand helfen kann, dann der Alu-Mann. Vielleicht müssen wir auch einfach so in den Schockraum reingehen, aber so oder so, wir müssen erstmal zurück. Weil der Elektrostuhlraum war ja nämlich auch hier auf der Etage. Fällt mir ein, die Gruppentherapie war aber gar nicht hier. Oder? Oder war die doch hier? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Doch, die war hier. So, ich hole mir mal wieder meinen Zettel parat. Es ist gut, dass das Spiel ein Point-and-Click-Adventure ist. 30.000 Zeilen, allein im ersten Akt. 30.000 Zeilen, alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei getan? Sehr interessant. Aber sorry, aber ich glaube, ich war jetzt hier schon 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal drinne. Oder 9 Mal sogar. Irgendwann kenne ich's. Darum bin ich sehr gut. Da wären Sie. Was denn? No. Also, wir sind König Adrian. Ich bin Adrian. Ich. Erzählen Sie doch bitte eine.
zweites gewählt. Ich wurde beim Sport als... Kommen wir zurück. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es... Grün. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können... So. Boah. Harvey, bist du noch da? Kein, nicht wir. So. Wir gehen mal zunächst gleich in den Blitzraum, weil der Weg zum, den hör ich, na, wobei, eigentlich könnte ich mir jetzt gleich anhören, oder? Ach, wir können, ach doch, komm, hören wir uns ihn gleich mal an. Ja, hier die Objekte Ketchup und Senf aufnehmbar zu machen, ist eine Designentscheidung, die ich mir tatsächlich heute, wo ich an nicht-studentischen Projekten arbeite, nicht mehr erlauben darf. Also schon allein, dass man halt zwei Items mit sich rumschleppt, die theoretisch überall dasselbe machen eigentlich, aber dann doch hier und da in Aktion halt nur um ein Wort voneinander abweichen, das ist eigentlich totaler Irrsinn. Es ist eigentlich totaler Irrsinn. Da hat der Poki recht und ich mach es ihm nicht zum Vorwurf, Mann. Egal. So, wir müssen jetzt hier zweimal nach oben und dann der Raum zur Rechten ist der Schocktherapieraum. So. Ich habe übrigens auch einen Lichtschalter, aber wie gesagt, der bringt ja nichts. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ansehen. Der hat eine etwas beunruhigende Wirkung auf mich. Also ich guck mal alles an. Das Damoklesschwert unter den Kopfbedeckungen. Kontrollen. Sieht kompliziert aus. Tür und hier haben wir noch einen Hebel. Den elektrischen Stuhl. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Ja. Der Alu-Mann hätte ja, glaube ich, wahrscheinlich schon ein bisschen... Irgendwas müssen wir ihm auch noch antun. Irgendwas müssen wir ihm geben oder irgendwas. Ich weiß es aber nicht. Damit sein Charisma irgendwie wieder klar fließt. Was weiß ich, was der da macht. Irgendwas stimmt nämlich noch nicht ganz. Gehen wir mal wieder zum Alu. Irgendwie brauchen wir diese Schocktherapie. Aber er ist ja der Einzige, der weiß, was mit König Adrian ist. Langsam beginnt wieder das Rätseln. Ich habe irgendwas übersehen. Aber ich weiß wieder nicht, was. Ich glaube, es hat immer noch... es hat irgendwas mit dem Bügel Nummer 1 zu tun. Das ist gefährlich. Es muss irgendwas mit dem Bügel Nummer 1 zu tun haben. Guck mal, Harvey. Ich kann die Kleiderbügel aneinander hängen. Das ist genial. Wenn das öffentlich wird, wird niemand mehr die einfachen Kleiderbügel benutzen. Ich frage mich, ob das jetzt schon ein Gruppenticket für den Wäschelift ist. Ich glaube nicht, dass es einen praktischen Nutzen haben sollte. Es zerstört das Kunstwerk. Da kommt der nächste Ausgang. Ein Gruppenticket für das Wäscheliftsystem. Achso, wir könnten ja eigentlich mal... Naja, wobei... Na doch, komm. Okay. Ach so, was ist eigentlich, wenn wir ihm das Nummer 1er-Ticket zeigen? Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Nichts. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich meine, er weiß genau, dass er das 1er-Ticket an den Herrn, egal. Warum sollte ich den hergeben? Sagt sie beim anderen wahrscheinlich auch, oder? Warum sollte ich den wieder...
Ja, die Lampe hier, die stört mich auch noch. Können die eigentlich mit der Zickzackschere losschneiden? Das funktioniert bestimmt nicht, mit Messer auch nicht, ne? Ich werde mir meine eigene Lampe schnitzen. Aber wo bekommen wir das Schnitzel her? Ich krieg langsam Hunger, eigentlich nicht. Ich habe erst gegessen. Ich werde mir eine eigene Lampe, die jetzt... Papierkleber und Licht. Ja, mit der Lampe können wir auch nichts machen. Ich dachte eigentlich, weil das ist so auffällig. Ja, die wunderschönen Schilder. Ja, so, jetzt stehen wir wieder ein bisschen auf dem Schlauch. Vielleicht müssen wir ein paar Mal verlieren. So, so. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Na, natürlich. Es vorhergesagt habe. Bist du bereit? Das können wir fragen, aber warum? Okay. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als erster. Was denn sonst? Ha! Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen... bissigen Hund. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So ein... Als erster? Therapie? Na ja. Therapie? Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Grün. Ha! Weit gefehlt! Okay, warte mal. Als wie? Ha! Und was? Nein. Halt, Da. Dann hat er sie rot. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Und alles ist plötzlich viel klarer. Ja, ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es unbedingt ruhig angehen. Gott, ist er leise. Nicht alles muss meine Kontrolle unterliegen. Genau. Genau. Hey. Ich bin verwirrt, warum hat das funktioniert? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher! Und nicht nur das! Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ich verstehe nicht, warum er so übelst leise ist in diesem Part, wo er normal spricht. Wir versuchen es jetzt nochmal, ansonsten müssen wir mal mit den von ihm genannten Sachen mit der Psychologin reden. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder da. Kopf. Zahl. Zahl. Tja. Passt. Warum verliere ich eigentlich ständig? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Warum? Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt. Ach Gott, bist du blöd. Und meine Füße steckten in Wassereimern. Warte, was? Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem
habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Hat er uns gerade einen Hilfetipp gegeben, wie wir uns das selber zufügen können? Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Können wir jetzt mit ihm Alu reden? Ich meine, wir haben jetzt ein paar mehr Infos. Hallo Edna, was führt dich? König Adrian? Schieß los. Ah, das war also das Rätselslösung. Wir brauchten noch das Gespräch mit Adrian. Aber ich versuche trotzdem das mit der Therapie nochmal, was er gesagt hat, weil das stimmt nicht überein mit dem, was wir da haben. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon! Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Doch, wir machen das. Aber erst in der nächsten Folge. Meine Freunde, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und im nächsten Part machen wir die Schocktherapie. Vielleicht können wir dann Dinge vorhersehen. Das ist definitiv dann aufregend. Aber gut. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und vielen Dank, dass ihr keine Folge verpassen wollt. Drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out, eure Kunst der Play. Und ciao. Schocktherapie.